sollen mitnehmen, dass Ausprobieren einfach Gold wert ist. Bambusa ist eine App, die es ermöglicht, live zu übertragen. Das heißt, egal welches Event, ob es jetzt das Relegationsspiel von einem lokalen Sportverein ist, ob es jetzt ein Konzert ist in irgendeiner Form, das jetzt ist, ob man einen spannenden Studiogast bei sich im Studio hat, egal ob Radio oder Fernsehen, das ermöglicht eben Live-Übertragungen zu machen. Die Besucher sollen mitnehmen, dass diese ganze Sache der Live-Übertragung im Moment noch eine große Spielwiese an Möglichkeiten ist. Es gibt verschiedenste Varianten, wie man live überträgt, ob jetzt ein Reporter vor der Kamera steht, ob man in der Selfie-Perspektive das macht. Sie sollen mitnehmen, dass Ausprobieren einfach Gold wert ist in dem Fall. Der Stichwort Relevanz ist es eben wichtig, am Zahn der Zeit zu sein. Und warum sollte jemand abends erst um 18.30 Uhr zum Beispiel einen Fernsehbeitrag schauen, wenn er schon online schon lang alle Infos bekommen hat? Er will das Bewegtbild vielleicht auch direkt haben. Deswegen haben wir uns eben entschieden, das live zu machen. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig in der heutigen Zeit, dass man direkt auf Facebook alle Infos hat, bevor ein anderer sie hat. Je weiter man eigentlich vom Menschen weg ist, umso eher ist man auf der rechtlich sicheren Seite. Wobei es natürlich spannend ist, möglichst nahe auf den Menschen zuzugehen und den Menschen von ganz nahe zu zeigen. Und wichtig ist, dass man die richtige Balance hält. Ja? Für den Zuschauer möglichst nah und aus rechtlicher Sicht ein Stückchen wieder sich zurücknimmt. Und wenn man das einhält, hat man schon ganz, ganz viel gewonnen, was das Thema Persönlichkeitsrechte auch des Betroffenen, des Gegenüber anbelangt. Wenn man weiß, was man alles nicht machen soll, dann kommt die letzte Regel, dass man doch locker bleiben kann, locker bleiben soll, weil das für den Juristen zumindest zum Tagesgeschäft gehört, dass es mal ein bisschen Ärger gibt. Aber gerade wenn wir uns über das Thema Streaming unterhalten, dann ist das ja ein sehr, sehr flüchtiges Medium. Das heißt, das Medium verschwindet teilweise sofort wieder, je nachdem, über welche App man diese Sache organisiert. Und es ist sofort wieder weg. Das heißt, man kann es nicht nachgucken, man kann es keinem zeigen. Es ist nicht fassbar und damit ist es auch natürlich in vielen Fällen nicht angreifbar. Und wenn es eine App ist wie Periscope, die 24 Stunden verfügbar ist, dann aber nicht mehr, ist es natürlich auch sehr, sehr schnell weg. Also das heißt, der Journalist kann schon relativ locker bleiben, weil es wenig Möglichkeiten gibt, ihm wirklich vorzuhalten, was er gemacht hat. Livestreaming lohnt sich eigentlich dann, wenn man wirklich was hat, was man auch zeigen kann. Also es klingt so ein bisschen doof, aber man kann theoretisch alles Mögliche live streamen. Nur lohnt sich das? Ist es relevant genug? Hat es so die Aufmerksamkeit, die man dafür braucht? Da gibt es ja eben diese ganz klassischen Faktoren, eben wie Relevanz, großes Ereignis, verändert sich irgendwas ganz aktuell, dass man eben darauf Rücksicht nehmen muss oder darauf eingehen muss? Oder braucht man auch einfach eine Meinung vom Reporter oder kann der Reporter vor Ort mehr machen? Dann ist es tatsächlich was, wo ich sagen würde, Livestreaming lohnt sich. Dem Nutzer bringt Livestreaming im Endeffekt, dass er zum einen eben live dabei ist, statt alles nur später zusammengeschnitten zu kriegen, aber auch, dass er eine Verbindung zu der Marke hat. Also ich finde, das ist eine total tolle Chance, einfach als Medienhaus auch zu zeigen, wir sind kurz mal auf solchen neuen Plattformen für euch live dabei, halten einfach kurz das Handy drauf und ihr könnt mit uns interagieren. Und das ist eben auch genau das Ding, dass man eine Interaktion hat mit dabei. Bei diesen neuen Apps wie Periscope, wie Meerkat, kann man direkt kommentieren. Ich kann als derjenige, der streamt, darauf antworten. Ich weiß sofort, was wollen denn eigentlich meine Nutzer wissen? Was interessiert die gerade? Finden die das langweilig? Das sagen die nämlich auch. Und habe dann viel direkteres Feedback. Es gibt neue Möglichkeiten, da taucht irgendwas auf. Irgendwer hat eine App entwickelt und wir können die nutzen als Journalisten. Warum das nicht einfach mal tun? Das heißt, keine Ängste haben, einfach mal draufhalten. Man wird schon merken, was funktioniert und was nicht. Oder man schaut sich eben Beispiele an, wie andere das schon gemacht haben. Eben genau das einfach mal ausprobieren und mal gucken, was man mit Journalismus eigentlich alles machen kann, was bisher eben nicht ging, weil es die technischen Möglichkeiten nicht gab.